Willkommen, Freunde, in diesem wunderschönen Wohnzimmer von Cyberpunk 2077. Wir müssen uns jetzt mit Jackie treffen. Ich habe eben mal meine Klamotten angeguckt. Ich behalte einfach meine Frisur. Ich hätte auch einen Hut aufsetzen können oder so, aber das war jetzt überhaupt nicht so mein Ding. Bin ich dir peinlich? NCPD, aufmachen! Hey, wie? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Wurzeln suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Komm schon, du Scheißteil. Nein, nein, sowas, das ist schlecht. Ich find's so geil, dieses NCPD, das hört sich an wie so ein, weiß ich, komm ich nicht drüber hinweg. Es gibt ja diese NPC-Tropfen, oder? Heißt die so? Ah, ich weiß nicht genau, aber. Hast du schon deinen NPCD genommen? Ja, habe ich genommen. So hört sich das an. So, wo ist denn der hier? Dieser Fahrstuhl. So. Müssen wir auf Eingang gehen, würde ich sagen. Ne? Jetzt haben wir nämlich Probleme. Willkommen zu den lokalen Nachrichten. Dann fährt der Fahrstuhl nicht, wenn man den falschen Knopf drückt. Es sieht schon geil aus. Also. Schade, dass die Konsolen so ein Problem haben, was die Performance angeht. Durch die Überhitzung, weil Konsolen viel Plastikteil haben. Aber auf PC-System läuft das 1A. Kann man echt sagen, also top. So, Aufzug rufen deaktiviert, Ich will doch keinen Aufzug rufen, ich glaube, es hackt. Ich brauche etwas länger. Ziemlich viel zu tun. So, NCPD-Scanner, Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Fixer, dieser Vermittler informiert dich über Aufträge in der Nähe. Aufträge, Fixer kontaktiert dich, wenn du dich Auftragsort näherst. Okay, da kannst du Delikte melden. Diese Vermittler informieren dich über Aufträge. Da kannst du Aufträge abschließen. Aufträge, Fixer kontaktieren dich, wenn du dich Auftragsort näherst. Okay. Die Frage, ob man erstmal die Hauptquest macht und die ganzen Nebenquests und so dann später. Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Ja, war ja ein langer Weg von oben nach unten. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von der Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deshawn. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Hoffe ich doch. Der Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Macaco. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Fixern. Die angeln Kunden, suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße, genau so ist es. Mann, bin ich vollgefressen. Alter, der Typ ist ein... War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. So, jetzt wollte ich nochmal sagen, der Typ, das ist ein Tier. Der hat richtig fett Power. Der ist doch nicht voll gefressen, wenn er so eine Sushi-Packung isst. Das kann er mir nicht erzählen. So, Fahrzeuge rufen. Mit Steuerkreuzer recht kannst du dein derzeit aktives Fahrzeug an deinem Standort rufen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet.
Die Karre ist wie neu. Oh, wird schön. Sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Klar. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Komm, Auto fahren. Ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Das sieht aber echt nett aus. Okay, also ich darf fahren. Ja, das kann ja was werden. Das mitten in der Stadt. Alter, fette Kiste. Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Aber nicht. Oh. Was du nicht sagst. Und, oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Am Endeffekt sind Gags auch nur Menschen, ne? Also ich meine, wenn er so die Liebe sucht, die große, die versteht mich, bla bla bla. Boah, das ist aber hier eine Gurkereihe. Wo muss man denn überhaupt hin jetzt hier? Ach, da hinten. Oder? Fahrrad zum Ripper, Doc. Was schießt denn da? Ah, hier geht's rein. Hier ist verschlossen. Also ich dachte schon, die ballern auf mich. Weil ich da irgendwie mit dem Verkehr ein bisschen Probleme hatte. Es geht, ha? So, wo ist denn trifft dich mit Ripper, Doc? Muss er hier lang. Willst du? Stehst du etwa auf die? Komm her, Ripper, Doc. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Oh, hallo. Was macht ihr denn da, ihr beiden? Du siehst fröhlich aus. Wollt ihr puzzeln? Immer. Ja, wir wollen puzzeln. Erleichtert das Leben. Aber wir haben einen neuen Job von einem großen Fisch. 15 Meter, wo ist denn? Ach, da unten. Da wieder irgendwo im Keller hängt der Lump. Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Docs in Night City arbeiten... Diverse Ripper-Docs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle eine gewünschte Kubernetes-Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Okay. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex LeSean, einen von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Der Dexter Deschamps. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Das sag ich noch im letzten Teil, der hat mich verarscht. Und jetzt wollte ich gerade antworten, ja, ich habe doch $20.000 bekommen. Entspann dich. Oh. Da werde ich mal ganz nervös. Setz dich hin und entspann dich. Das ist ja wie beim Zahnarzt hier. Wer weiß, was der uns da einbaut. Hiroshi Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst.
Alter, fett. Gute Hiroshi-Optik. Verlink dich. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Mhm. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ja. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. So sieht später in der Zukunft also viel Mann aus, ja? Irgendwo im Moment im Keller. Will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. So, kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die keine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen können, ach die deine, nicht keine, Gefahrensituation leben zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Okay. So, wir haben 2 Street Credits. Verfügbar ist das Okularsystem. Öffnen wir mal. Was sind die Items vom Verkäufer? Deine Items? Ne, wir haben nur die. So, du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in jeder Ripper-Dog-Klinik installieren lassen. Ripper-Dog-Klinik, aha. Ist interessant. So, ausgerüstet. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch verfügbare Items. Die Hand, genau. Das ist auch die, die unser Ripper-Doc-Verkäufer hier ja, installiert hat. Sonst noch was? Nee, ne? Wir haben zwar 4 verfügbare Items. Wie viel Dollar haben wir denn überhaupt? 720. 1500. Oh, ist aber teuer hier. Nochmal teurer Laden. Hier kauf ich nicht. Mal hier. Achso, hier steht ja auch mal, ob eins verfügbar ist. Dafür sind ja auch die Zahlen da. So. Boah, das sind ja alles Preise. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Okay, wir hatten nicht so viel Kohle, wir bleiben jetzt hier bei der Lidl-Variante. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit, leg los. Perfekt, dann los. Oh, das wird bestimmt wieder schmerzhaft. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Oh. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Habe ich nicht vorhin gesagt, das ist wie auf dem Zahnarztstuhl? Ich schalte kurz das Licht aus, okay. Oh, wir sehen wirklich nichts mehr. Boah, wenn ich die Geräusche schon höre, das ist schlimmer als beim Zahnarzt. Okay, testen wir es. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Ist ja nice, tolle Nebenwirkung. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Ich sehe ihn volle unscharf und ich sage, es ist richtig geil, naja. Menschenscan. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber,
wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deinen Gegner einsetzen kannst. Den Scanner. Ja, sehr komplex das Game hier. So, halte gedrückt, um deinen Scanner zu nutzen. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. NCPD-Datenbank dann gewährt. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. So, Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinen Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Hört sich alles noch sehr komplex an, also. Ich hoffe, wir steigen da durch. Munition und ein brandneues Visier sehen. Schon. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Oh, das ist ja nett. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Okay, das muss ich mir merken. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Naja, du hast vorhin gesagt, du kommst ja wieder, ne? Zeig ihnen, was du kannst. Und er bezahlt deine Schulden. Wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Mach ich. Mal scannen hier, wie das hier alles so aussieht. Na los, schlag zu! Ja. Los, mit der Linken! Links, verdammt! Ach, er guckt Boxen. Denk an deine Deckung, du Volltrottel! Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Okay. So, dann sprechen wir mal mit Jackie. Miau. So, Jackie, es geht's da lang. Ich will auch erstmal so wenig Nebenmissionen wie möglich machen. Alter, hier ist ja. Hier hängen sie ja überall rum. Mal gucken, wo geht's denn da lang? Wahrscheinlich hier lang. Dann rechts, ne? Ja. Mein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Boah, die hat ja einen am Helm, ey. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Triff dich mit Dex. Machen wir das so mal. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ja. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen.
Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Jo. So, da... Hey. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick-Hacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampf-Gadgets. Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Wenn eine Waffe, die Kampf-Gadgets oder ein Quick-Hack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung ausgeführt. Das ist gut. So, wir scannen jetzt nochmal. Oleg Darkevich. Keine Zugehörigkeit. Dann reden wir doch mal mit Oleg. Yo, Mr. V. Mit Dexter soll mir reden. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Alter, das ist aber ein Schrank. Fahrlos. Cooler Unterarm. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Solange ich keine Leguane schmuggeln muss, ist das in Ordnung. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Hightech-Kerlchen. Ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Minitech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Ja, findet den Fehler. Er sagte, ja, ist ganz einfach. Ja, dann würde ich es doch selber machen, wenn es ganz einfach wäre. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist.
der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Mhm, verstehe ich sehr gut. Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Ich versuche alles. Ist schon ziemlich kontrovers, wie die Leute hier rumlaufen. Ab und zu hast du noch ein paar normale dazwischen. Die Gebäude, naja, geht so. Das ist jetzt nicht unhässlich, was hier in der Stadt so abgeht. Wir können die Fahrt aber mal überspringen. Eins noch, Mr. B. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen. Wir sehen uns. Sehr nette Schlussworte. Danke, danke dafür. So, bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mache deinen Namen in der Unterwelt von Night City. Und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden wir sich dir völlig neue Möglichkeiten öffnen. Okay. Machen wir das doch mal. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Alter. Aber dann hatte die Gang auf einmal... Läuft er denn durchs Bild? Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber... kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingo. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anpacken? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Ja, de nada. So. Jetzt haben wir uns natürlich den längsten Weg gesucht. Obwohl, es geht eigentlich. Wie viel sind es? 425 Meter? Mal gucken, wie schnell er läuft hier. Also ich werde nicht vom Auto angefahren. Aber schnell von der Straße runter. Oder nö, wir bleiben hier noch auf der Straße. Bevor ich hier irgendwelche Fußgänger umlaufe. Jetzt sollten wir ein bisschen aufpassen. Die Autos fahren hier schon ein bisschen extremer um die Ecke. Sieht geil aus, ne? Wenn man überlegt, so, ey, du kannst im 21. Jahrhundert im Computerspiel so durch die Gegend laufen. Die ganzen Leute hier. Ja, ist schon ganz cool gemacht. Wenn man überlegt, wie das früher alles aussah. Pixelig plötzlich. Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Kenmochi. Ich ein Bein. Ah ja. Ich kann mich nicht um alles kümmern, Mädel. Lass mich erstmal eins zu Ende machen hier. Bin nicht so Multitasking. Oh, das, jetzt sind wir hier in der Junkie-Ecke. Ja, wir sind mal über einen Zebrastreifen gelaufen, aber ich glaube, in so einer Gegend achtet da sonst keiner drauf. Das ist schon ja... Also die Müllprobleme hier 2077 sind auch noch nicht gelöst.
genauso schrecklich aus wie heute in manchen Gegenden. Geschlossen. Tut mir leid. Die gibt dich zwischen 18 und 6 Uhr in die Sichtbar. Okay. Sehr schön. Wie kann ich denn die Kundin... Kann ich denn die Zeit überbrücken? Seine Möglichkeit. So, warte mal. Gehen wir mal Itemherstellung. Was ist das? Erstmal um Charakter. Wir können ja mal gucken, was wir haben. Reflexe. Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Zum Lernen erhalten. Hm. Nicht genug. Achso, hier, warte mal. Coolness können wir nochmal verstärken, oder? Nee. Level 3 ist... Ach, wir haben nur 2 Street Credits. Journal. So, warte mal. Gehen wir mal hier durch. Karte... Upgrades. Nicht genügend Komponenten. Inventar. Waffe. Ausrüsten. Hm. Okay. Ach, warten. Hier können wir die Uhrzeit einstellen. Jetzt haben wir es doch. Warten ist gerade nicht möglich. Warum das denn nicht? So, warten ein, möglichst ein. Warum ist denn warten nicht möglich? Warten ist gerade nicht möglich. Und aus welchen Gründen ist... Ach, hier mal Levelaufstieg. Hm. Jawohl. Nicht genug Vorteilspunkte. So, können wir jetzt warten? Ja, warum können wir denn nicht warten? Was soll denn das? Das heißt, ich kann nicht warten und ich laufe jetzt hier den ganzen Abend durch die Gegend, oder wie? Probieren wir es mal, wenn wir jetzt hier sind. Ah, jetzt geht's, alles klar. So, lege fest, wie lange du warten willst. Machen wir mal 4 Stunden. Muss ja gehen. Sehr gut. Jetzt ist geöffnet. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Klar, ich geh mal rein. Warte, erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Alter, das ist eine miese Türsteherin. So grün aus? Eieiei. Will ich nichts wissen? Das ist nur aus Pippi Langstrumpf geworden. Viel Spaß, Input. Oh, willkommen im Lesen. Süßes kleines Gesichtchen. Gesichtchen? Du bist auch ein Gesichtchen. Alter, fette Disse. Sowas habe ich ja seit Corona-Zeit nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es noch Diskotheken gibt. Ist ja mal nice. Wo ist denn der DJ eigentlich? Fette Mucke. Ja, ich komme ja schon. Hey. Willst du was trinken? Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vee. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vee. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Oh, da sitzt sie schon. Ei, ei, ei.
Die hat aber schöne Strümpfe an. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Warum hast du nicht eher Hallo gesagt? Ich wollte dich erst ein bisschen begutachten. Und? Gefällt dir, was du siehst? Wenn nicht, würdest du das wissen. Glaub mir. Komm mit. Das ist ja nett. Ich weiß, wo wir reden. Selbstbewusst ist sie ja. Belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Mensch, Rauchen gefährdet die Gesundheit, das ist ja nicht gut. Da tanzt einer rum. Max hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Na komm. Kommen wir zur Sache. Ist ja alles ganz nett, aber ich bin nicht hier für Komplimente. Nein, du bist hier, um etwas zu erfahren. Etwas, das dein Leben verändern wird. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Hm, das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Hör mal. Wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Das haben sie aber geil gemacht mit dem Club. Das hört sich echt so an, wenn du in irgendeinem Raum bist und draußen mit Mucke gespielt. Das ist schon ganz nice gemacht. Qualitativ sehr hochwertig. Wie? Okay, und was ja, jetzt? Ja, kommen wir schon. Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance. Geil aussehen die Tapeten und die Farbe. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Nein. Na klar. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rack-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn, ehrlich gesagt, sogar gut. Oh. Wir haben einen Deal.
Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch eine Mox. Wir kennen uns schon ewig. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir ihr trauen können oder unseren Auftraggeber. Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Du kriegst das Vergiss hin. Das nicht. Also, sei ein braver Junge. Wir sehen uns bald. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Ja, ich reiß mich ja schon zusammen. Glaubst du oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Alter, was ist das denn für ein riesen fetter Club, ey? Das ist ja unglaublich. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. V muss tief rein. Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Damit komme ich schon klar. Ziehen wir es durch. Okidok. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay. Ständig muss ich mich setzen und irgendwer bastelt an mir rum oder macht irgendwas. War schon wieder so ein Stühlchen hier. Wieder wie beim Zahnarzt. Boah, der ist aber schon ein bisschen abgesessen hier. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Bisschen verschwommen hat, so. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich hab hier was, das perfekt sein sollte. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. 3, 2, 1. Alter, die Kleine hat's erstmal voll drauf. Das ist ein richtiger Technik-Freak. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psycho-Freaks vom Studio. Ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geht her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Alter, das war realistisch gemacht, wenn das so virtuell ist. Krass. Tief
Alter. Durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Das war zu viel. Hab alles gespürt. Seine Schmerzen, den Stress, seine Hoffnung. Hoffnung mit irgendwas anderem. Mhm. Wahrscheinlich hat er direkt davor einen Booster genommen. Dir geht's gleich besser. Er hat einen Booster genommen. Ich wechsle in den Editiermodus. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wer weiß, wo wir da landen. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Das ist wirklich genial. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Ist echt fett. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nicht kreativ. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. So, auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen hast. Was ist das in Deutsch? Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen kannst. Naja, egal. Steht aber hast. Der Hinweis wird in diesem Ausschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Hinweis können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf die Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Okay. Aber wie scanne ich die? Muss ich da nah rangehen, oder? Sehr gut, ausgezeichnet. Ja, genau. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab! Kleine Zeisser! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren wie die Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. So, Play, halten, neu starten. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren.
Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Denke. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Warte mal, die verletzte Tussi ist doch hier, ne? No. Achso, ich muss das mal umschalten. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Mhm. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Ach, siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Mhm. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Sehr gut. Jetzt können wir die Aufnahme wahrscheinlich löschen. Bestimmt hat er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so ein BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. So, ich würde sagen, ich habe erstmal genug gesehen, ey. Das war krass. Wie oft das im Spiel benutzt wird. Beeindruckend, oder? Und ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V. Was gibt's? Bug, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Na komm, sind wir ehrlich. Judy und Evelyn, die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Ich wollte gerade sagen, ob ich das öfter machen muss und ob ich das überhaupt hinbekomme. Da bin ich mal gespannt. Weil das wirkt wieder so mega kompliziert irgendwie. Okay, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Hey. Nicht kommen.
bestimmt gut ficken, oder? Evelyn. Alter. Ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du. Gibt's ja irgendwas zu analysieren oder so? Alter. Wie der Roboter das gesagt hat, er sah aus wie Terminator. Einen guten Zweck. Aber ich. Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch einen. Hör bei dem Gespräch zu, wie. Das könnte wichtig sein. So, jetzt auf die Audio. Warte mal, vorspulen. Ebene wechseln, RB. Genau, hier haben wir erstmal. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabulon ist ein verwirrter Despot, der jeden Sieg für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Alter, schon fett, ne, was sie jetzt hier technisch machen. Die wühlen in irgendwelchen Erinnerungen rum. So, wir müssen irgendwo sein, hat sie gesagt. Reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches... kann sehr lästig sein. Es war ja nicht. So, das Tablet soll ich scannen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Lag hier nicht eins rum? Haben wir jetzt noch irgendwas gemacht? Das Telefon war das. So, scanne Jorinibos PDA auf der visuellen Ebene. So, was haben wir denn nochmal? Ebene wechseln. Wiedergabemodus, halt ein Neustart, genau. Jetzt sind wir ja hier im Audio-Modus, ne? Genau, Geräuschquelle. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Was können wir denn noch scannen hier? Ist nichts weiter. Okay, das ist da verlassene Signal. Man hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös? Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Okay, die gehen ins Schlafzimmer. Ist die Frage, gehen wir hinterher? Bin gleich wieder da. Ich glaube, wir gehen mal hinter ihn. Wo ist er? Schlafzimmer ist ja nicht weit. Aber jetzt komm endlich her.
Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Das wird dir gefallen. What love is. Ja, das ist wieder so die Kundin. Scanne Geronimos PDA auf der visuellen Ebene, wenn es eingeschaltet ist. Ja. Warte mal, da sehe ich doch was. Genau. Was ist eine Waffe? Guck mal, da können wir doch dann, zurückspulen, oder? Das haben wir doch schon gescannt, ne? Oder? Ja. Ist natürlich jetzt nicht... Warte mal, gehen wir mal ganz zurück noch am Anfang, ob wir da nicht was übersehen haben. Das haben wir ja schon gescannt. Den spulen wir nochmal vor. Die es nicht mehr gibt. Die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum. Lesen Sie die Berichte. Für den Rettungs- Ja, das können wir nochmal vorspulen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Leng. Ah, ich gehe ja schon zurück. Ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Okay, die Thermalebene wurde freigeschaltet. Drücke RB, um zwischen den Ebenen zu wechseln. Thermalebene müsste ja dann, sag ich mal, das Blaue müsste ja das Kalte sein. Hier verlassen wir den Signalbereich. Warte mal. Hier haben wir da was? Ja, wo hast du dich versteckt, du Chip? Warte mal, ich würde sagen, wir starten mal. Wir starten mal neu, ist auch blöd. Warte mal, ich will nochmal gucken. Ich spule jetzt nochmal vor. Das war hier.
Das ist der thermale Bereich. Der muss ja irgendwo, muss doch der Chip sein. Spuren wir nochmal zurück. Könnte auch sein, dass der im Handy ist. Warte mal, da kommt was zum Vorschauen. Ah, alles klar. Der wird ja wohl den Chip nicht... Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Also ich hätte das jetzt gedacht, dass er da unten sein... in seinem Eiskübel da was versteckt. Ja, außerhalb des Signalbereichs, sagte. Ah, das sieht doch gut aus. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Mann, das gibt's ja nicht. Hat der das Ding denn versteckt? Hier waren wir ja schon. Den vielleicht hier drin versteckt irgendwie? Ein Fahrstuhl vielleicht? Auch nicht. Alter, das ist ein Roboter, ey. Muss ja dann, sag ich mal, wenn sie hier lang geht, irgendwie in der Nähe sein. Guck mal den hier. Auch nicht. Okay, beobachten wir mal weiter. Nein! Dafür wird mein Kopf rot. Wo ist dieser Bescheid-Chip? Das gibt's da nicht. Dann stirbst du für einen guten Zweck. So, jetzt geht er in die Richtung. Warte mal, da hinten haben wir noch was. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Sehr gut. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Boah, das war echt hardcore. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Ja, ob man ihr vertrauen kann, ist die Frage. Na? Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht.
Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Genau. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Ja, harter Auftrag. Da kommt mächtig was auf uns zu. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Da fällt sie... Hast du... Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Na. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Na. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Hat ja früher schon immer funktioniert. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Scheiße, nie im Leben. Dex ist mit mir ein Risiko eingegangen. Er vertraut mir. Und jetzt mache ich dasselbe. 50%. Mit so viel Geld auf dem Konto brauchst du Dex für nichts mehr. 50%? Oh, mein Finger ist abgerutscht. Ich denk drüber nach. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Ich hab doch gesagt. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. V. Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer wert. Wir haben viele neue Fähigkeiten bekommen. Neue Hand, neues Auge, neue Scanner-Möglichkeiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Daumen nicht vergessen, paar Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und ich hoffe, dass ihr dieses Game komplett durchzocken bis zum nächsten Mal, bis zum Ende. Gott, kann nicht mehr reden. Auch mein Hören wurde hier weggescannt. Also, wir sehen uns bis dahin.